künstlerische Berufe sind up and down. Ja, das ist nicht nur, auch nicht nur bei künstlerischen. Heute ist das, jeder Bankbeamte hat heute Angst, dass er entlassen wird, dass er nicht gut ist, dass er nicht kommunizieren kann. Das muss man als Schauspieler alles erstmal lernen. Man muss durchhalten können, wenn nichts kommt. Man muss das Konto auf Minus laufen sehen können. Man muss, ich bin nun auch noch ein Sammler, ich kaufe noch, auch wenn ich gar kein Geld habe. Man muss seine Kinder durchbringen, man muss Miete bezahlen wie alle anderen Leute. Man hat richtig Existenzsorgen. Das gehört schon dazu. Das nehme ich heute ein bisschen leichter als früher. Aber wenn ich mich sozusagen als Vater sehe, habe ich natürlich nicht so wahnsinnig viel mit meinen Kindern zu tun gehabt. Das geht allen Schauspielern so. Auch meine zwei Ehen sind sozusagen auch Resultat des Berufes, der Schattenseiten, weil man nicht immer zusammen ist.